Mein Leben lang habe ich mich eigentlich gefragt, wie konnte es sein, dass bestimmte Dinge in der Weltgeschichte so passiert sind, wie sie passiert sind. Namentlich habe ich mich vor allen Dingen gerade in jungen Jahren mit dem Thema des Dritten Reiches beschäftigt, weil ich würde sagen, von den Bildern schon alleine traumatisiert war, die man ständig in der Schule vorgelegt bekommen hat und im Fernsehen gesehen hat. Und das natürlich zu einem enormen Bruchgefühl geführt hat in der eigenen Familiengeschichte, weil da ständig die Frage im Raum schwebte, habt ihr da mitgemacht? Wie konntet ihr sowas zulassen? Also an die Großeltern und so weiter. Und wofür ich mich ehrlich gesagt heute auch ein bisschen schäme, wenn ich mir die Kontexte anschaue, wo die herkommen und was denen passiert ist, selber auch, ja, muss ich sagen, also weil das einfach so ein Stück weit auch eine jugendliche Naivität und Dekadenz, weil man als junger Stöpsel mit irgendwie 10, 11, 12 Jahren natürlich keine Ahnung hatte, im Grunde null Ahnung hatte, was da vorher auch alles passiert ist und damals überhaupt im ganzen Kontext passiert ist. Sich da so eine moralisierende Meinung zu erlauben, ist natürlich schon eine harte Nummer, ne? Aber das habe ich damals gemacht aufgrund dieser Prägungen und des Primings, was da so passiert ist. Und dann habe ich einfach so, ich konnte mir die Frage nicht beantworten, wie es sein konnte, dass Menschen in der Wolfschanze, im Führerbunker und so, bis zuletzt da noch die Fahne hochgehalten haben, obwohl schon klar war, das Ding ist gelaufen. Genauso habe ich mir die Frage häufig gestellt mit der Titanic. Ja? Wieso hat er bis zuletzt, bis der Kahn wirklich fast senkrecht stand und abgesoffen ist, komplett die Blaskapelle auf dem Vorderdeck, hätte ich beinahe gesagt, noch zu Ende gespielt? Ja, also auch da, ja, das waren so Situationen, so Sachen, wo ich gedacht habe, kann nicht sein. Ein normaler Mensch muss doch da irgendwie vorher mal aussteigen aus der Nummer und sehen, irgendwie läuft hier was komisch. Läuft irgendwie was nicht so ganz günstig. Da müsste man doch mal irgendwie so ein Gespür kriegen, so ein Bauchgefühl oder zwei Haltungen einnehmen und eine eigene dazwischen irgendwo definieren. Das war da anscheinend nicht. Und ja, also die Menschen, die dann alles so blind mitmachen, denen fliegen dann natürlich die Kugeln um die Ohren, hätte ich jetzt mal im übertragenen Sinne gesagt. Den anderen, die es nicht mitmachen, wahrscheinlich an einem bestimmten Punkt, in einer bestimmten Dynamik auch, aber nicht mit so einer Naivität dahinter. Und diese Naivität, das ist eigentlich das, was mich so erschreckt, wo ich sagen muss, oder erschrocken hat, auch jetzt wieder, wo ich gedacht habe, kann eigentlich nicht sein. Ja, wir fragen uns 75 Jahre, wie war das damals möglich? Und jetzt kriegen wir eigentlich so 2020 die Antwort, ja, indem wir das Schritt für Schritt quasi vorgespielt kriegen, wie sowas geht, wie das so abläuft und wie schnell diese Patina dieser vermeintlichen Demokratie weg ist. Und man in ähnliche Strukturen reinkommt. Früher hieß es immer, wehret den Anfängen. Ja? Die Anfänge sind doch schon lange durch. Ja? Also in ähnliche Strukturen reinkommt. Ich meine jetzt wirklich einfach phänomenologisch ähnlich. Wenn man sich das rein phänomenologisch anschaut oder nach dem Similaritätsprinzip anschaut. Natürlich wehen keine irgendwo in Europa keine roten Fahnen mit weißen Kreisen drauf. Aber das Ähnlichkeitsprinzip ist doch schon vorhanden. Und wenn man sich das mal anguckt, so was so für Ähnlichkeiten gibt, auch so diese Aufrufe zur Denunziation von Menschen, die Wegnahme von Kindern als Androhung aus der Familie, ne? Ja, jetzt wie gesagt, diese ersten Lager, Androhung von Schusswaffengebrauch oder in Österreich wird sogar geschossen bei Passanten auf dem Feldweg, die dahergingen und so als Warnschüsse. Und ja, wenn man sich das alles mal so nachverdaut, ja, dann findet man doch schon eine Menge Parallelen. Und auch so überhaupt diese ganze Idee der Hygiene und so, ne, da muss man ja auch sagen, das ist eigentlich für Deutschland speziell jetzt ein schwieriges Thema,
Und dann auch so diese angedachten möglichen Zwangsmaßnahmen, die da so mitschwingen. Ja, das erinnert natürlich auch an diese Dinge damals. Also da gab es ja auch, gerade im medizinischen Sektor, das RKI hat da ja auch nicht so eine ganz gute Geschichte, wie die meisten medizinischen Einrichtungen, Charité und so natürlich auch nicht. Also was die damals so mitgemacht haben. Und da ist natürlich irgendwie so ein bisschen, das hat so ein Geschmäckle, ja, sagt man ja, glaube ich, im Schwäbischen. Und das ist, ja, das ist einfach ein Stück weit auch bedenklich, finde ich, das komplett zu dissoziieren. Und es wäre gut, würde ich denken, das mit auch in die Überlegung ja, mit einzubeziehen. Ja? So, und dann ein Stück weit seine eigene Position zu definieren, auch wenn das schwerfällt. Auch wenn das für dich hart ist, ja. In diesem Sinne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann. Tschüss.